Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ja? Was war das letzte Folge? Jesus, Alter. Fangen wir einfach mal so an, ne? Also, holy shit einfach nur, holy shit. Ich Aber behalt's für bin da dich, ganz normal am ich hab dir Aufnehmen. das Dann versprochen. kam erstmal Bug nach Bug, ja? War dann eh schon ein bisschen abgefuckt. Ja? Dann geht's weiter. Diese Säule, habt ihr ja auch geschrieben, die ist todesverbuggt. Hätte auch klappen können, theoretisch, aber muss ja nicht, ne? Einst führte ich ein anderes Leben. Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Ja, dann hat wohl jetzt einfach mal Lee Kann ich gesprochen. da mal vorbei? Ist gut, okay. Den will man gerade nicht stressen. Den will man gerade nicht stressen. Der ist schon ein bisschen gereizt. Ja, scheiße, Bruder Lee, wo war ich denn jetzt, Alter? Lex. Dieses Ding, ne? Mit dem Ton dann auch noch vom Game. All das hat es mir komplett gegeben. Ja, stimmt, jetzt kommt es langsam wieder. Ich war ja eh schon genervt, weil 20 Minuten von der Aufnahme gelöscht wurden. Einfach mal so. Ja. PC stürzt ab, Feierabend. Ich habe jetzt halt, by the way, das Format geändert, in dem aufgenommen wird. Zumindest für Gothic, ja. Ich weiß nicht, ob die Qualität es darunter leidet. Aber bei dem Format würde immerhin das Aufgenommene gespeichert bleiben, falls der PC abstürzen sollte. Ja? Danke, Gothic, an der Stelle. Also wirklich, mein PC stürzt eigentlich nicht ab. Das passiert nicht, ja? Genau, davon war ich übel abgefuckt. Und als ich dann im Schnitt saß, ey, ihr müsst euch halt denken, ihr kommt eh schon mit einer nicht so tollen Laune von der Aufnahme, ja? Und dann bemerkt ihr so, da ist einfach keine Stimme im Schnittprogramm mit. Und dann denkst du so, hä, was geht denn da jetzt? Wo sind wir überhaupt? Wir müssen. Ja, gehen wir so rum. Ich glaube, das ist besser. So, dann denkst du dir so, ja, okay, keine Stimme. Mal nachschauen, was jetzt hier so Sache ist. Klickst aufs Video und du siehst, dass einfach diese ganze Ton, die ganzen Stimmen von Gothic, die Musik, die Schläge, also jeder einzelne Ton von Gothic raus ist. Ja, Digga, das war's halt dann komplett. Das war's halt dann komplett. Ich habe die Folge natürlich trotzdem hochgeladen. Ich meine, ich hätte einfach noch eine Folge machen können. Ja. In der es dann probably besser gelaufen wäre. Aber dann hättet ihr auf jeden Fall ein fettes Stück Gameplay verpasst. Ja, habt ihr ja eh schon. Dann sind wir so bei einer Folge. Jo, jetzt sind es noch zwei Fokussteine. Und in der nächsten Folge ist dann auf einmal, also, wir sprengen jetzt halt. Ja, wir sprengen jetzt das ganze Ding hier. So, da denkt ihr euch auch so, okay, was ist dazwischen passiert? Deswegen dachte ich mir, okay, komm, spiel einfach ein bisschen Gothic-Themed-Musik dazu. Meine Stimme war ja zum Glück da. Hau's hoch und erklär's im nächsten Video, was alles so abging. Ja, ich kann im Endeffekt auch gar nicht sagen. Also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, habe schon ein bisschen Schiss bekommen, wieso die Musik raus ist. Also ich habe nichts umgeswitcht. Das hat einfach unten den Ton nicht mehr mit aufgenommen. GG an der Stelle. Aber gut, jetzt läuft's ja wieder. Ne? Ich habe genug gequatscht. Wir sehen uns jetzt gleich wieder bei irgendeinem Feuermagier. Jungs? Ist alles gut bei euch? Also ich wollte jetzt echt wieder erst beim. Okay, wir sind, glaube ich, echt einen falschen Weg gelaufen. Ich glaube, das Spiel hatte was ganz anderes vor. Sollen wir jetzt das halt so machen, als wären wir den richtigen Weg gelaufen, oder wollen wir das Spiel triggern? Wir triggern das Spiel jetzt. Kommt, Leute.
Wir gehen jetzt erst hier hin, danach gehen wir zu dem Magier. Was geht denn hier, Fletcher? Na du Verräter, dich haben wir mal zum Gardisten gemacht, pah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal. Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen, wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen, oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb, Verräter! Was? Was? Nicht denn ihr Ernst? Ich dachte, ich kann da noch ein bisschen quatschen. Hey Jungs. Komm zurück. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oder was? Ich schlacht ihn einfach weg. Okay, okay. Oh, oh. Jungs, macht Spaß. Wie schaut's aus? Okay. Holy shit. Also das Tor ist zu, Leute. Das Tor ist einfach zu. Wollen wir mal jetzt die andere Seite probieren? Wir gehen mal zu dem Magier. Ich dachte jetzt nicht, dass... Ich dachte nicht, dass jetzt sowas passiert. Alter, und Thoros geht auch auf uns? 31er. Sie sind alle tot. Alle tot. Ich konnte nicht helfen. Ich war unterwegs. Ganz ruhig, Milton. Was ist los? Sie haben die Feuermagier getötet. Alle, bis auf mich. Und da hätte auch nicht mehr viel gefehlt. Am besten, du erzählst ganz von vorne und der Reihe nach. Okay. Ganz ruhig, Milton, ganz ruhig. Es fing alles damit an, dass die alte Mine einstürzte. Die alte Mine ist eingestürzt? What? Ja, es ging alles sehr schnell. Keiner aus der Mine hat es herausgeschafft. Die Gardisten haben den Mineneingang gesperrt. Alter, jetzt... Alter, okay, die Folge ist... Die Folge wird nice. Holy shit! Was geht hier jetzt, Alter? Was sagtest du über die Feuermagier? Ich weiß nur, dass sie kurz nach dem Einsturz alle von den Erzbaronen umgebracht wurden. Als ich von unserem gemeinsamen Abenteuer unter dem Stonehenge zurückkehrte, griffen mich die Wachen am Tor plötzlich an. Sie schrien mir Worte wie Verräter und Kollaborateur entgegen. Ich konnte mich gerade noch in Sicherheit bringen. Ich habe Gorn getroffen. Wirklich? Wo? Nichts an der alten Klosterruine am Meer. Wir haben sie gemeinsam nach Schätzen durchsucht. Davon wird er mir bei unserem nächsten Treffen bestimmt erzählen. Was geht jetzt ab hier in der Kolonie? Was geht? Lester und ich haben die Bergfestung ausgenommen. Er hat mir davon erzählt. Du scheinst vertrauenswürdig zu sein. Wo habt ihr vier euch bisher getroffen? Ach, hier und da. Wir treffen uns an den verschiedensten Orten. Werden unsere Bros. Wie konnte die Mine einstürzen? Keine Ahnung. Einige Buddler, die vor dem Mineneingang warteten, erzählten von einem gewaltigen Beben und einer riesigen Staubwolke, die aus den Stollen kam. Warst du dort? Ja, dort erfuhr ich dann auch vom Einsturz. Das macht echt keinen Sinn. Hä? Also, allen Ernstes ist jetzt... Also die Gardisten sind jetzt einfach gegen uns. Die Feuermagier sind tot, Milton lebt noch. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich sehr, sehr gerne helfen, weil er sonst keinen Place mehr hat to live. Digga, okay, warte mal. Das machen wir noch nicht. Warum töten Erzbarone Feuermagier? Das gibt doch keinen Sinn. Das stimmt. Nur gaben mir die Wachen am Lagereingang keine Gelegenheit, danach zu fragen. Sie zogen sofort ihre Schwerter. Kenn ich. Kann Diego dir mehr erzählen? Er war im Lager, als sich die Ereignisse zuspitzten. Ja, und wo ist der jetzt? Hat er mir das jetzt schon gesagt? Du solltest dich verstecken. Weit weg von hier. Nein. Diego und ich haben beschlossen, die beiden Tore im Auge zu behalten und ahnungslose Freunde aus anderen Lagern zu warnen. Bitte, sprich noch mit Diego. Wo kann ich Diego finden? Er hält sich auf der anderen Seite des alten Lagers in der Nähe des hinteren Tores versteckt. Bitte sprich mit ihm. Alter. Wir sehen uns. Nee, das war, weil ich noch mal kurz rausgetappt habe. An der Stelle mal ganz kurz, Milton, Diego, Ehre von euch. Wir holen uns den Diego noch. Uff, also. Ja, also das kann ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Tut mir leid, Freunde, aber... Wer will Stress, hm? Wer will Stress? Ich frag mal so. Na du Verräter! Ja, komm. Jetzt aber mal halb. Wir werden stirb!
So, wir machen die jetzt weg. Weg mit denen einfach. So, wer noch? Wer noch? Oh Gott, fuck, ich brauch den Namen von denen. Oh, scheiße, Mann. Die Sache ist, ich verschwende zu viel Zeit, wenn ich einen absteche. Ich muss da schnell durch. Ja, ich muss da einfach schnell durch. Und ja, ich suche den Stress mit denen. Ist mir so egal, Leute. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da irgendeinen umzubringen. So, du. Okay, die machen echt Schaden. Ich sollte mal ein Tränkchen nehmen. Ach so, das ist... Ah, lol, okay. Ich dachte, das ist Tordos. So, jetzt werden sie weggestochen. Jetzt werden sie weggestochen. Da steht schon wieder einer auf. Das wird dir noch leid tun. Das wird dir noch leid tun. Okay. Oh, komm. Ich dachte jetzt, okay, alles wieder vergessen, oder was? Zeit haben, das zu bereuen. So. Wer will noch? Hm? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oh, 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 oh. Da ist jemand hinter uns. Oh. Ach, lol. Bitte sag mir jetzt nicht, die können da durchschießen. Inventory, schnell ein Tränkchen nehmen. Oh Gott, die stehen schon wieder auf, die stehen schon wieder auf, die stehen schon wieder auf. Hey, hey, hey. Mit deinem Karate-Kick kommst du mir nicht weit. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Fletcher, Alter, du bist der Letzte. Okay, dann machen wir erst den, I guess. Zeit haben, das zu bereuen. Ist mir wirklich so egal, jetzt, was wir hier. Ob wir hier irgendwas falsch machen oder nicht. Aber ich hatte am Anfang keinen Bock auf das alte Lager. Jetzt hat mein Dier auf einmal seinen Verräter. Der leckt mich doch. Nur weil ich irgendwie noch vorhab, hier auch mal irgendwann wieder rauszukommen. Also, sorry, aber. Das wird dir noch leid tun. Was ist Fletcher? Hä? Okay, der war noch am Boden. So, weg mit dir. Ist mir so egal, wir können das ganze Lager auseinandernehmen. Mhm. Außer natürlich Diego und Milton. Die komplett nice. Vielleicht ist da noch irgendjemand freundlich gesinnt in dem Lager. I don't know. Den lassen wir natürlich überleben. Oh, du bist durchgeglitscht. Na dann, ich will mal nicht so sein. Du darfst auch noch. Du darfst noch. So, weg mit dir. Können wir jetzt auch durchglitschen? Ich würde gerne halt auch mir die andere Seite noch anschauen. Müssen wir ja sowieso hin, da ist ja der Diego. Wahrscheinlich können wir dann ihn zu Milton schicken oder wir laufen mit Diego zu Milton und dann können wir zusammen ins neue Lager gehen. Ich denke mal, das wär zu mein Guess für die Story. Mal hier noch schön looten. Ja, ich nehme euch alles weg. Sieht man ja schon, was ihr für ein Volk seid. Die gehen da zu siebt auf mich, ja? Und ich mache sie einfach platt. Einfach lang gemacht, die Boys. So. Speichern. Wir nehmen noch einen Drang. Hab auch gerade gesehen. Bonus für maximale Lebensenergie. Wird geschlürft. Da habt ihr ja gesagt, da kann man eh unendlich haben. Also da ist kein Cap wie bei Stärke drin. So, wir kommen hier nicht durch, ne? Das hat nur er geschafft. Er war anders als die anderen. Ja. Oh. Hab ich da was gehört? Mir hat's auch, by the way, übelstes Ohr zerrissen, als die alle ihr Schwert gezogen haben. Alter Latz. Also jetzt weiß ich, was gemeint war mit das Spiel würfelt dann nochmal richtig. Hätte man es anders machen können? Ich glaube nicht, oder? Wir haben halt diese Fokussteine geholt und dort abgegeben. Ich meine, was hätte man denn sonst mit den Fokussteinen machen sollen? Wir haben ja den Plan vom... Ah, da fatzen sich irgendwelche. Ich hoffe, da ist nicht Diego involviert. Also da geht's... Da drin geht's ab. Da drin geht irgendwas ab. Aber wir können doch jetzt halt nicht bei Folge... Lasst mich lügen, 24 ein ganzes Lager ausräuchern, oder? Ne, das wäre zu viel. Das wäre zu viel. Also die Gardisten und ich meine Fletcher... Ich hab gar nicht mehr so richtig im Kopf, was ich jetzt mit dem alles geredet habe. Aber ich habe den irgendwie negativ abgespeichert. Ich weiß es nicht mehr genau. Also wenn es jetzt halt ein Bullet gewesen wäre oder
einen Bloodwin, dann wüsste ich auf jeden Fall, wieso der negativ abgespeichert ist im Kopf. Aber Fletcher weiß es gerade nicht. So, Diego. Hey, pst. Sei ganz leise. Hallo, Diego. Ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut. Dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine herausgeschafft. Da müssen wir bestimmt noch hin. Ja, das ist halt mal sehr interessant. Wieso sind die tot? Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich hab Zeit. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Freie Mine war jetzt aber... War das dann nicht der Kessel, oder? Ich meine, ich kenne aber gar keine andere Mine eigentlich. Warte mal, da müssten die ja übelst den... Doch, das ist der Kessel. Doch, Alter. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Und ihr sagt, das alte Lager ist lit? Und ich soll es doch mit dem alten Lager durchspielen? Bullshit. Ich, also da fühle ich gerade mit dem vom neuen Lager. Also, ich kann nicht mal richtig sprechen. Die heulen jetzt rum, weil ihre Mine weg ist und haben keinen Handel mehr zur Außenwelt. Ja, die haben sich hier einfach nur gegönnt. Die haben akzeptiert, dass sie hier drin leben und gönnen sich einfach nur, ja? Weil die sind Haupthändler mit der Außenwelt. So, jetzt halt, wo das nicht mehr ist, haben sie aber schon einen Weg zur freien Mine gefunden. Und jetzt halt wollen sie die anderen noch bumsen. Das ist halt, es ist einfach nur ein übelst egoistisches Lager. Die anderen kämpfen wenigstens dafür, dass diese Barriere einfach verschwindet und alle werden dadurch wieder frei. Aber dieses Lager hier ist nur auf sich selbst aus und einfach nur todesegoistisch. Also da weiß ich nicht, weshalb ich denn für die spielen sollte. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Sie haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine? Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Ja, dann haben wir auch einen neuen Feind Gomez. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Was brauchst du, Diego? Komm. Ist schon so gut wie erledigt. Sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Alter. Mach's gut. Ach, es ist gerade so geil einfach. Es ist einfach so geil. Es passiert halt übelst was. Ich geh jetzt nochmal kurz zurück zu Milton. Ja, mal gucken, was der jetzt zu sagen hat. Was ist denn der nächste Plan? Dann müssen wir eigentlich ins alte Lager und zur freien Mine, weil da ist dann gleich Tabula Rasa. Also da geht's dann gleich richtig ab. Wenn das stimmt, mit 2 Dutzend Gardisten sind da auf dem Weg, ne? Ja, dann müssen wir da hin. Dann müssen wir da hin und helfen. Hallo.
Wir sehen uns. Gut. Milton hat nicht so viel zu sagen. Ja, dann geht's jetzt ins neue Lager einfach zurück. Warte mal. Wie sind denn jetzt halt eigentlich die ganzen außengelegenen Gardisten auf mich zu sprechen? Wahrscheinlich auch nicht so gut, glaube ich jetzt mal. Also ich denke mal, die greifen jetzt an, oder? Ja, es geht los. Alter, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, also... Oh, stimmt, ich muss ja noch wegschlachten. Tja, ihr greift mich an. Das ist einfach die Reaktion von mir hier. Wenn ich den anderen Weg gelaufen wäre, dann wäre ich ja so richtig überrascht gewesen. So, ohne Input greifen die mich an. So. Ja. Was? Ah, ich hab's leider verpasst. Ich hätte... nochmal ins neue Lager, ins alte Lager ein bisschen reinschauen sollen. Oder ich wollte da eigentlich reinschauen, aber hab's vergessen. Und jetzt laufe ich auf jeden Fall nicht nochmal zurück. Wir gehen jetzt ins alte Lager, ins neue, Mann, und helfen da mal ein bisschen. Jo, der ist einfach ganz entspannt am Smoken. Also hier scheint auf jeden Fall noch nichts abzugehen. Ah ja, stimmt, die andere Quest war ja Lester und Gorn Bescheid zu geben. Also mit Gorn ist gar kein Film. Der wird hier jetzt gleich sein. Ah, Lester ist halt mal wieder am anderen Äs der Welt. Aber vielleicht könnte man ja jetzt halt langsam mal einen Teleportstein hier hinbekommen. Oder, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Weil davor hatten wir immer nur Schriftrollen. Ich würde gerne mal echt langsam ein bisschen mobiler sein. Also das ganze Hin- und Herlaufen ist schon echt eine Nummer. So, es ist halt... Ich meine, ich schneide es ja für euch raus, aber ich sitze halt dann 3 Minuten so da und denke mir... Na? Wann sind wir denn endlich da? Wann sind wir da? No! Erstmal abwarten. Ist ja auch nicht so heiß gegessen. Gordon! Wo bist du? Naja, gut, alles Quatsch. Ich dachte jetzt, wir können den hier abholen. Der ist vielleicht schon beim Kessel. Ich dachte, wir können den jetzt hier abholen und dann ist wieder Rambazamba mit Gorn. Das wäre geil, Alter. So mit dem einfach da reinpreschen, weil der Typ, er ist einfach OP mit seiner Axt. Also der knallt da rein, ne? Wir gehen jetzt ganz kurz zu Saturnas, wenn wir schon in der Umgebung sind. Was gibt es Neues von unseren Freunden aus dem alten Lager? Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Nein, dieser Hund. Ich hatte Coristo gewarnt. Ihm war noch nie zu trauen. Du musst Saturas davon berichten. Saturas also? Ich glaube, ich bleib bei Saturas. Oh, oh. Da ist Gorn. Was geht, Bruder? Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Ja. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet? Natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Naja, wir haben ja noch den Milton, ne? Ja? Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor wir brauchen vielen, Milton. Vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben.
Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Okay, I know. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Ihr spielt Gothic 3, ja? Ihr seid 20 Minuten in-game. Bam! Quest für Xardas. Jetzt halt, für Xardas, alles klar, okay, die wissen schon, so, die setzen auf das, was immer lief. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen, doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Ja, würde ich so unterschreiben, tatsächlich. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen. Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen, ich komme wieder. Ja, das ist jetzt auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Jawohl! Endlich! Heißt das, die Söldner werden mich aufnehmen? Sprich mit Lee. Er wird sich darum kümmern. Danach komm wieder zu mir. Alter, ich hab endlich meinen Willen. Würdest du in einem... Ich hab endlich meinen Willen! Wir sind im neuen Lager, dort wo wir hingehören. Hallo. Du bist aber echt gut drauf, dafür, dass hier eigentlich gerade echt was abgeht auch. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen, an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Ehre. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit. Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal kurz provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Der meint jetzt aber schon die freie Mine, ne? Ich meine, wir müssen safe irgendwie nochmal zur alten Mine hin. Die ist zwar eingestürzt, aber da sind ja irgendwelche Leute lebend rausgekommen. Hey. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Es ist... Alter, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll. Wir sind bei mir bei 34 Minuten. Aber wir müssen noch weitermachen. Das ist gerade viel zu interesting. Aber ich würde sagen, wir gehen zu Lee. Dann sind wir bei den Söldnern. Dann gehen wir wieder zu Satoras. Der hat ja gesagt, komm einfach nochmal zu mir. Ich weiß nicht, ob wir noch bei der alten Mine vorbeischauen. Und ob wir nicht zu Lester noch gehen. Verlass dich auf jemanden. Ja, Alter, eigentlich müssten wir voll viel die Folge machen. Also es ist einfach so viel gerade interesting und gehört zusammen.
Du bist Ladas, Digga. Wo war denn nochmal Lali? Ah, Bruder. Junge, da bist du. Hallo. Hab ich jetzt gesucht, Alter. Gut. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Machen wir es kurz. Willkommen im neuen Lager, Söldner. Hier ist eine von unseren Rüstungen. Gut, dass du bei uns bist. Gibt's da auch eine schwere Rüstung? Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Ah, die gehen bei ihm. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. Also, erstens war das gerade nicht unsere Stimme irgendwie. Zweitens, sie haben sie uns offensichtlich verdient gehabt. Und wir haben echt viel Erz gehabt. Aber habe ich letzte Folge schon gesagt, wir sind rich AF. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Hä, ist das jetzt alles schon over? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickt. Okay, ja, das lasse ich mal kurz offen hier. Ist das jetzt alles schon over oder wie? Ey. Was? Hallo. Hä? Bruder, ich jetzt. Was geht jetzt hier? Ich will kurz speichern, falls irgendwas. Also da unten ist unser Luftbalken, der ist jetzt irgendwie auf einmal dauerhaft angezeigt. Alright. Gut. Wir haben immer noch 2100 Erz. Holy shit. Das ist die Garderüstung. Ja, 55. Schwere Söldnerrüstung. Ja, dann sind wir jetzt gut tanky geworden, würde ich fast behaupten, oder? Wir können mal kurz schauen. Wir haben 70 Stärke und wir haben 26 Lernpunkte. Das heißt, wir bräuchten noch ein paar. Weil ich will jetzt, glaube ich, mal auf Stärke 100 gehen. Danach hauen wir uns die Tränke noch rein. Dann sind wir auf über 100 Stärke. Durch die Rüstung sind wir tanky. Durch die Stärke hauen wir übelsten Schaden raus. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Machen wir einfach. Komm. Wir gönnen uns mal ein bisschen. Ich hoffe, wir schwimmen gleich nicht wieder. Hallo. Ja, bessere Rüstung ist jetzt wohl nicht mehr. Ich kann dir helfen. So, Stärke. 5. Und 10. 15. 20. 25. Und die letzten 5 gehen ja noch nicht. Wir warten. Ist aber fein. So, jetzt muss ich hier mal gucken, Alter. Bitte. Ja, sehr schön. Schon heftig, oder? 95 Stärke jetzt einfach mal am Start zu haben. Kann man machen. Gut, nächster Point. Nächster Point. Ich schaue jetzt mal kurz zur Mine. Mal gucken einfach, was so abgeht. Und dann schauen wir auch mal, was wir danach noch machen. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, wie umfangreich das bei der Mine wird. Oder vielleicht ist es auch gar nichts. Okay, da ist schon mal Gorn. Scheint doch was Größeres zu sein, glaube ich. Hallo. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Hä, okay. Bis später. Aber die haben doch diesen geheimen Pfad über die Berge. Also wieso sollten die jetzt hier stehen und denken, dass da wirklich was passiert? I mean, wisst ihr? Oh, ich erinnere mich gerade an etwas. An das hier. Da Marvin nennen wir mal ganz kurz. I'm sorry, aber ihr wisst ja, wie es läuft. Was ist jetzt hier oben? Wir haben es dank Marvin endlich geschafft. Ist hier nichts? Ist hier nichts? Ja. Hat sich ja mal richtig rentiert. Nice. Oh. Oh. Mm.
Also, haben die sich vielleicht mal überlegt, weshalb's alles ruhig ist? Ja, was soll man jetzt großartig noch machen, ne? Außer hier einfach mal kurz aufräumen. Hey, ich verstehe es echt nicht. Also, wir sind jetzt halt eigentlich hierher gekommen, um zu helfen. Wir haben ja davon Wind bekommen, dass die fast dort sind, ne? Und wir hatten nicht die Option zu sagen, dass die einen geheimen Weg kennen und nicht vorne rum angreifen. Wäre jetzt einfach so logisch gewesen, wenn man dann sagt, hey yo, pass auf, die haben einen Geheimgang, alle schnell nach hinten. Ich meine, Gorn ist ja auch mitten im Weg positioniert und nicht hier hinten. So, die ist natürlich klar, dass der dann jemanden abfängt. Ich frage mich halt, wieso wir das nicht, die Chance nicht hatten. Das ähnlich stelle ich das in Frage. Und das passiert eigentlich bei Gothic nicht oft. Normal sagt der Held immer genau das, was ich mir denke. Weshalb wir jetzt halt auch nichts von Milton sagen konnten. Er sagt die ganze Zeit, alle Feuermagier sind tot. Wieso sagt er nicht, yo, aber es gibt noch den guten alten Milton. Der ist noch nicht tot, der kann da helfen. Also, auch wenn wir vielleicht noch einen oberkrassen Zauberer brauchen. Was ist mit Milton? Wieso nicht? Ne? Okay, ich weiß jetzt auch nicht, weil wir hatten hier eigentlich eine Quest und ich wollte unbedingt sehen, was passiert. Aber das kann ich mir wahrscheinlich in die Haare schmieren. Da werdet ihr dann gefragt. Ich glaube, der Dude war sogar hier auf der Ebene. Da... Nee, doch nicht. War der hier oben? War der jetzt da oben? Also wir sollten ihm voll viel verschiedenes Zeug geben. Trauben, Apfel, dies, das. Und er hätte uns halt dafür dann eine krasse Waffe gegeben. Zumindest laut seiner Aussage. Mein Guess war, dass die Waffe einfach nur Schrott ist. Aber ich wollte es ja selbst herausfinden. Geht, glaube ich, jetzt nicht mehr, denn der Dude ist tot. Sag mal, wie geht's denn hier hoch? Was ist denn jetzt hier? Ich muss da irgendwie noch hochkommen. Der Dude ist tot. Das heißt, wäre ganz cool, wenn ihr mir schreibt, was denn passiert wäre, falls ich es irgendwie noch geschafft hätte, ihn lebend zu erreichen. Ich sehe auch gerade, es wird dunkel. Bitte, ja, Gott sei Dank. Ja, doch, ich glaube, der war hier hinten. Der war, glaube ich, hier hinten. Ah, wir looten hier noch kurz durch. Die haben alle so ungefähr das Gleiche immer dabei. Das ist komisch. Ja. Oder innen liegt auch noch einer. Die haben aber halt voll viel Stuff. Also voll viel Verschiedenes. Ja. Der hier müsste es gewesen sein. Der da hinten. Ja. Ja, keine Ahnung, was der uns jetzt für eine Waffe gegeben hätte. Passt auf, Leute. Ich loot jetzt hier noch ganz kurz durch, falls was passiert. Wie zum Beispiel, dass da unten Leute stehen, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Wer ist jetzt hier unten? Einfach nur ein paar Gardisten oder was geht? Nehmen wir auch noch mit. Okay, dann kümmern wir uns erstmal kurz um die hier. Sieh mal einer an. Der Verräter, der das Lager gewechselt hat. Du hättest dich nicht mit diesen Verlierern einlassen sollen. Dann würdest du noch zu uns gehören. Hättest mich damals bezahlen sollen, als es noch Zeit war. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! Eins gegen drei, ihr Lappen, Alter. So, die sind weg. Oh lol, der macht uns echt. Er sticht uns mit seiner Axt ab. Wohlgemerkt, er sticht uns ab. Okay, ja, gut, habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass die krass sind. Oh, hatte nur am Anfang ein paar Probleme mit dem... Alter, ja gut! Okay, die sind krass. Ich... What the fuck? Ja, weg mit der Waffe, weg damit! Ja, scheint blöd bist du. Ey. Junge, was hat denn der für einen Akkuschrauber auf seiner Waffe? Weg! So, 500. Ey, ich habe das Gefühl, wir schlagen zu langsam. Oh nein. Einmal und du kannst was erleben. Digga. 1200 Erz gegeben, oder wie?
Ja, ich habe echt das Gefühl, wir schlagen zu langsam teilweise. Weg mit der Waffe. Ja, okay, Jungs. Alter, ihr müsst gerade mitleiden mit mir. Das kann nicht sein. Tu das nie. Digga, ist doch nicht dein Ernst. Wieso bin ich am Anfang so gut durchgekommen? Steck die Er haut ja bald auch echt raus, ne? Tu das nie. Vielleicht muss ich ein bisschen mehr blocken. Das kann natürlich auch sein. Ja, blocken muss ich. So, weg mit dir. Okay, den müssen wir direkt weghauen. Junge, zu schnell, wie der mit seiner Axt zuschlägt. So, der ist weg. Du, Gardist, du kommst auch weg. Okay, die waren jetzt doch härter als gedacht. Holy shit, also dass der, dieser Jackal, Jackal, wie auch immer, so gut ist. Ich muss aber echt sagen, so im Endeffekt, also ich mache schon noch ein bisschen mehr Auge auf die schwere Gardistenrüstung. Die schaut schon echt mit dem Wolf. Knochenbrecher, cool. Schaut die schon echt heftig aus. Schwere Armbrust. Ein Taui-Wert. Mhm. So, kommen wir jetzt... warte mal. Durften wir damals hier rein? Ich glaube nicht, oder? Die haben uns doch direkt wieder verscheucht, oder nicht? Ich meine, jetzt können wir hier mal durchlooten. Können wir auch mal schauen, was hier abgeht eigentlich. So, der hier wird noch... Heftig, wie viel wir einfach hier an Loot bekommen. Ist zwar nicht der beste, aber es ist einfach nur viel und umfangreich. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen dazu entschieden, wir werden nach der Mine hier jetzt nichts mehr machen, also nicht mehr weitermachen. Ich denke, das ist genug für heute. Ah ja. Ah ja, gut. Schlüsselding. Oder? Wenn nach links und rechts nicht geht, habt ihr gesagt... Ja, wenn nach links und rechts nicht geht, dann geht halt nicht. Kommen wir jetzt hier rein? Ne, hier ist closed up. Okay. Oh. Ja. War ja eine spannende Folge. Holy shit, Leute. Dann würde ich sagen, nächste Folge berichten wir erstmal den anderen, dass dieser ganze Überfall hier schon stattgefunden hat. Ich denke, davon wüssten sie dann im Endeffekt noch nichts. Wir gehen zu Lester. Wir gehen wahrscheinlich mit zu dem Treffpunkt. Xardas wird nochmal eine ganz andere eigene Folge, glaube ich. Weil auch mit dem Bücher einlesen und sowas, ich habe da keinen Bock irgendwie so die eine Hälfte und die andere Hälfte von was ganz anderem innerhalb von einer Folge zu machen. Das ist so, ich habe da lieber punktuelle Folgen. Ich glaube, das feiere ich mehr. Und wir werden schon finden, irgendwas finden, was wir machen. Ja, ne, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War geil, die Folge. Und seid gespannt aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut, Leute.